Aber was sollen wir machen, Leute? Wir müssen da rein. Ich traue mich noch nicht wirklich zu sagen, ob dieser Schneemensch, dieses Schneewesen, dieser Wilde, wie ihn die Zoras genannt haben, ist es ein Freund oder ein Feind? Schöne Türgriffe. Ich mag Löwen. Wir hoffen einfach mal, dass es ein Freund ist. Dann haben wir nichts zu befürchten. Ich sehe ein zerstörtes Haus. Die Bergruine. Ist das da echt ein Geist? Tatsächlich. Nummer 5, oder? So, eine Geisterseele. Dankeschön. Nehme ich mit. Sind das da Kerzen? Riesige Kerzen? Sehe ich das richtig? Okay. Und die Bilder sehen nicht nur sehr gruselig aus, sondern lassen mich einfach mal vermuten, dass... Okay, oh, Schnecken. Schnell weg hier. Die Bilder lassen mich mal vermuten, dass der gute Riese nicht immer Regent dieser Ruine gewesen ist. Da fehlt doch die ganze Decke. Das sind Fledermäuse. Okay, das kann mir egal sein. Übers Eis können wir drüber, ja, sagen wir mal, rutschen. Erstmal die Seitentür. Wie komme ich denn hier rüber? Ich vermute mal erstmal gar nicht. Darunter geht's auf jeden Fall schon mal nicht. Nee, dann gehen wir da wahrscheinlich später lang. Ist das hier vielleicht das nächste Dungeon? Sehe ich das richtig? Ah, sieht fast so aus. Und hier sind noch mehr Gemälde. Hey! Ist das nicht der heilige Hain? In Ordon? Und das da links ist doch die Wüstenburg. Okay. Interessant, aber das sind keine Kerzen. Das sieht beinahe aus wie zwei zusammengebundene Holzblöcke. Stehen Wüstenburg, der heilige Hain und hier die Bergruine in Verbindung miteinander? Oh Gott, wen haben wir denn hier? Wer bist du? Oh, verzeih mir, ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Nein. Okay, hier sieht es schon wieder viel, viel, ja, freundlicher aus, aber auch sehr unordentlich und eben verlassen. Ich glaube nicht, dass der Riese hier der richtige Besitzer ist. Da haben wir erneut Wüstenberg. Gemälde, Kerzen. Und Hyrule Stadt, oder eher gesagt das Schloss von Hyrule. Und das könnte der heilige Hain sein. Ich bin mir unsicher. Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Achte mal auf ihre Füße. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aber sieht sehr lustig aus, oder? Ist sie in Wolle eingewickelt, in eine Art Decke? Ich glaube schon. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden, er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Warte einen Moment, ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Du erhältst die Karte des Anwesens. Na danke.
Das Fieber vernebelt meine Sinne. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in den Zimmer mit dieser Markierung gelegt. Wäre ja schön. Aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Okay. Wenn ich nicht krank wäre, würde ich ihn ja selbst holen. Es tut mir schrecklich leid, dass ich dich um so etwas bitten muss. Ach, kein Problem. Ist doch nett, dass du mir den überhaupt geben willst. Hübsche Füße. Sieht schon knuffig aus irgendwie, oder? Wie so ein riesiger lebender Wollknäuel. Okay, die Türen sind sowieso alle versperrt. Und wenn ich mir das unten links so ansehe, haben wir hier verdammt viele Türen und Räume. Ich glaube, das wird ganz schön anstrengend, hier den richtigen Weg zu finden, oder? Und dann weiß sie den nicht mal richtig. Oh, da bist du ja! Dass du immer so schreien muss, oder? Meine Frau sah gar nicht gut aus, oder? Ist krank, seit der Spiegelmaus ist. Deshalb koche ich ihr jetzt eine gute Suppe. Die Fische von der Höhle der Zora sind die besten. Isst du auch davon, wenn du erschöpft bist, dann machen sie dich wieder frisch. Naja. Wir könnten unsere Flasche füllen, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir haben sowieso alle voll. Hey, da ist Tante hinter. Wir bekommen jetzt schon Tante? Das ist sehr interessant. Puh, endlich draußen. Ach, der nette Junge von neulich, schön dich zu sehen. Reise doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns mal wieder getroffen haben. Gib mir Bescheid, wenn du raus willst. Erneut wirst du von Tante belästigt. Dankeschön. Darauf habe ich gewartet. Ob sich das jetzt gelohnt hat, das muss jeder selbst entscheiden. Okay, wie gesagt, die Suppe brauchen wir erstmal nicht. Die sieht auch nicht so appetitlich aus. Welches Aroma wäre wohl am besten? Ich kann mich nicht entscheiden. Möhren, Fisch und... Was sind das? Kartoffeln mit Schale? Das sieht nicht sehr lecker aus. Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch... Oh! Schickes Beil und der zerteilte Fisch. Also das Beil würde uns locker, seht euch mal an, das Beil ist länger als wir groß sind. Und entsprechend auch die Schöpfkelle. Bitte brenn nur das Haus nicht ab, ja? Oh Mann. Ja, die Frage ist trotzdem, haben wir jetzt hier wirklich ein richtiges Dungeon in Anführungszeichen vor uns? Ich vermute mal ja, denn das hier sieht schon nach dem ersten Rätsel aus. Ich verstehe. Ihr auch? Das ist aber ein recht harmloses Rätsel, oder? Es war jetzt sehr, sehr harmlos. Also es war jetzt ein bisschen überlegen und gar kein Problem. Auch wenn es oben, wer genau hingeguckt hat, natürlich noch weiter ging. Das heißt, der Raum ist auch noch nicht abgeschlossen. Weitere Eisblöcke und da können wir uns durchbuddeln, oder? Ja. Okay. Okay. Diesmal kein großes, böses Dungeon-Boss-Schloss, sondern ein süßes, kleines Herzchen-Schloss, ja?
Auch mal eine hübsche Alternative. Und eine Kanone. Ich hasse diese Wölfe. Am besten bleiben wir erstmal tatsächlich in der Wolfsgestalt. Okay, Schatzkisten können wir frei buddeln. Müssen wir uns merken. Ihr blöden Mistviecher, ich hoffe, das war's. Schnell! Ah, unser Rubin. Okay, da haben wir jetzt zwei Kistchen. Da oben ist die große Tür. Von außen sah das Anwesen ein bisschen kleiner aus. 20 Rubine. Boah, ist ja ganz nett, ne? Und ein kleinen Schlüssel für irgendeine Tür. Ah, okay, hier geht's auch noch weiter. Viele, viele Türen, oder? Okay, da kommen wir nicht durch. Was seid ihr? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Wir gehen lieber weiter. Okay, hierfür war der Schlüssel. Okay, zurück jetzt erstmal nicht mehr. Autsch. Man kann sie echt zerschlagen, hätte ich nicht gedacht. Autsch. Okay. Geschafft. Also es war jetzt nicht so schwierig mal wieder, oder? Und schickes Waffenarsenal hier an der Wand. Die Schwerter sind schön. Ja, das Master Sword ist schöner, aber das ist ja auch schon sehr speziell. Aber hier die Rüstung. Die könnte jetzt doch schon wieder einem Riesen gehören. Ah, ich würde schon gerne wissen, wem die Villa vorher gehört hat. Okay, da ist vielleicht ein Spiegel drin. Dürfen wir echt? Ich wollte fast sagen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Autsch. Okay. Schön unnachgiebig bleiben bei den Viechern. Wir gehen mal vorsichtig weiter. Und erneut Wüstenburg. Und der heilige Hain. Das ist schon merkwürdig. Irgendwie werden hier viele Querverweise gezogen. Was? Du erhältst einen Ordernkürbis?
Dieser Kürbis stammt aus deinem Heimatdorf Ordon. Soll ein Witz sein, oder? Was ist das denn? Der hört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollten wir nicht noch einmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnert, wo der Schlüssel ist? Na super. So viel dazu. Hat ja gut funktioniert. Ah, okay, jetzt sind wir hier in diesem Raum. Okay. Ich glaube, wir müssen zurück. Da oben ging es so noch nicht weiter. Darf ja nicht wahr sein. Ordon-Kürbis, wisst ihr? Ich erwarte einen Schlüssel, den großen Schlüssel, um endlich einen Spiegel zu bekommen. Was bekommen wir? Ein Ordon-Kürbis. Den willst du bestimmt haben, oder? Welches Aroma wäre wohl am besten? Kürbis! Hast du einen Kürbis? Autsch! Ja, hör mal. Oh, ein Kürbis! Danke! Probier doch mal! Was zum Teufel? Da fehlt noch das gewisse Etwas. Ich muss doch irgendwie den Geschmack verfeinern. Ich verfeinere deinen Geschmack gleich mal. Mit der blutigen Faust oder sowas. Meine Güte. Da verpasst uns einfach einen, um den Kürbis zu nehmen. Aber okay. Ja, liebe Dame, da war kein Schlüssel, da war ein Kürbis. Hast du ihn gefunden? Ein Kürbis? Wie kommt der denn hierher? Frage ich mich auch. Wo kann er denn nur sein? Wie die guckt, seht euch an. Ein Zähnchen hat die da vorne nur. Vielleicht in diesem Zimmer dort. Hier, wo ich das Zeichen gemacht habe. Okay, hier gibt es drei Geister. Die Geister werden hier einzeln gezählt. Würdest du bitte noch einmal nachschauen? Als wäre da der Schlüssel. Ach, das ist mir so peinlich. Ich hoffe nur, diesmal habe ich die richtige Stelle markiert. Das hoffe ich auch für dich. Sonst endet das Ganze böse. Na gut, schauen wir mal. Oh nee. Was ist das denn da? Eine riesige, eisspeiende Schlange aus Eis mit ganz vielen Augen. Total widerlich. Oh. Okay, aua. Das war nicht so schlau. Schnell weg hier. Meine Güte. Wir haben eine Kanone. Und wir haben auch Bomben. Geht das? Also wenn das funktioniert, dann esse ich aber einen Besen. Aus Apfel geformt. Hä?
Also es klappt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber wir können hier... Ja, ich bin gerade leicht verwirrt. Hier kommen wir rein. Ja, das ist alles ein bisschen verwinkelt und verwirrend hier. Muss man schon sagen. Okay, da ist so eine komische Kanone. Autsch. Schwungangriff, nicht gut. Sind das hier Kanonenkugeln? Autsch. Okay. Nein, das war wieder... Ah, Mann. Ich sollte keinen Sprungangriff auf die Viecher machen. Das ist nicht so schlau. Ja, und jetzt haben wir auch schon ordentlich viele Herzen verloren. Stehen bleiben. Oh, okay. Also, es sieht man an der Kanonenkugel aus. Wir nehmen es einfach mal mit. Starke Arme hat unser guter Link auf jeden Fall. Laden. Okay, wir müssen also Kanonenkugel und Bombe kombinieren. Verstehe ich das richtig? Hier sind überall Rüstungsteile. Was war das hier früher, bitte? Was bekommen wir hier? Bomben. Sehr gut, denn die braucht man ja wirklich dafür. Und noch eine Kanonenkugel. Einmal laden. Und drehen. Wow. Das war mal effektiv, oder? Autsch. Ist aber auch gefährlich hier. Man darf an keinen Eisblock drankommen. Direkt verliert man Lebensenergie. Ach du Schande. Ihr wisst, ich wollte keine Bombe werfen, eigentlich sollte das ein Pfeilschuss werden. Okay. Wow. Okay, das war jetzt gemein. Man rutscht die schiefen Stellen runter. Na komm her. Nee, nee, bitte wieder hoch. Hoch. Danke. Darüber kommen wir nicht. Nee, hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, danke.
Okay, ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen das hier zerstören. Das Eisklümpchen. Ah, wir haben noch einen Beutel voller Bomben. Keine Sorge. So. Wir müssen hier rüber. Und hier rüber. Und hier haben wir den Stempel Hylianisch B. Perfekt. Fehlen nur noch um die 30 Stempel. Oh, wir haben es geschafft. Und wir bekommen den Kompass. Ab sofort werden alle Schätze auf der Karte angezeigt. Super. Und das ist eine ganze Menge, sehe ich gerade. Boah. Ja, okay, das war jetzt aber nicht meine Schuld. Also, dass er da abspringt, das war jetzt nicht so schlau und auch nicht gewollt vor allen Dingen. Oh, wir haben noch ein Herz. Moment. Ja gut, ich will jetzt eigentlich keine Heilung benutzen. Benutze mal eine Fee, oder? Dafür ist sie doch da. Sehr schlau von mir. Ich verstehe nicht ganz, wie wir hier das Eis wegbekommen. Ja, das bringt so auf jeden Fall nichts. Wir brauchen erst irgendwie den Schlüssel. So. Und der kann ja eigentlich nur hier drin sein. Ich bin mir relativ sicher, dass der hier drin ist. Oh. Ah, okay, eine Idee habe ich noch. Oh. Mann, das ist immer ein bisschen unfair. Wir treffen, aber trotzdem werden wir eingefroren. Eine Idee habe ich noch. Bedienungsanleitung Kanone. Führe als Kugel, setze, Bombe entzünden. Er dreht sie immer direkt um eine ganze Ecke rum. Wir schießen hier nochmal hin. Vielleicht macht er diesen Eisblock hier kaputt. Moment. So. So. Gar nichts.
Da wird ja auch nichts passieren. Wie bekommen wir diese Fläche weg? Hier ist keine andere Kanone. Ich würde sagen, wir schießen noch einmal in die dritte Richtung. Oder eher gesagt in die vierte Richtung. Was passiert denn da? Rein Interesse halber. Wir schießen uns eigentlich selber ab. Aber so gut wie. Na gut, wenig spektakulär. Ja, da passiert ja auch nichts. Es ist merkwürdig. Ich weiß nicht, wie wir diese Eisfläche da wegbekommen. Mitna, irgendeine Idee? Sie schien ja ziemlich unsicher, ob sie sich wohl diesmal richtig erinnert. Naja, egal. Sehen wir uns im Zimmer, das sie uns genannt hat, einfach mal erstmal um. Na, danke. Hilft mir total weiter. Hier ist ja nichts mehr. Das sehen wir auch unten. Hier ist keine Kiste mehr. Komisch. Aber ich würde sagen, Leute, das Rätsel lösen wir erst beim nächsten Mal, oder? Oh, ich hasse es. Moment. Durch die Tür kommen wir, ja. Ja, dann keine Ahnung, dann können wir doch eigentlich da drin nichts machen. Moment, ich sehe gerade etwas. Sehe ich richtig? Wehe, da ist der Schlüssel drin. Wehe, da ist der Schlüssel drin. Oh, komm schon. Nein! Oh Mann! Diese automatische Zielverfassung. Zielerfassung. So. Fluch und Segen zugleich. Komm schon. So. Okay. Wehe, hier ist der Schlüssel drin. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.